Grundzüge des Handelsrechts. Wir haben vergangene Woche aufgehört mit unserem tollen Thema 6, Auslegung, Verzug und Schuldrechtsmodifikationen. Wir haben zuletzt gesprochen darüber, wann man zahlen muss. Und Sie erinnern sich düster, ich habe gesagt, es gibt da europarechtliche Vorgaben und es gibt diese Regelungen, die sagen, grundsätzlich müssen Sie nach 271 BGB sofort zahlen und 271a BGB beschränkt Vereinbarungen über den Leistungszeitpunkt. Und nach 271a dürfen Sie grundsätzlich unproblematisch bis zu 60 Tage Zahlungsfrist vereinbaren. Wenn Sie mehr als 60 vereinbaren wollen, muss das a. ausdrücklich geschehen und b. sind Sie als Schuldner, verpflichtet darzulegen, dass diese längere Zahlungsfrist nicht grob unbillig für den Gläubiger ist. Das heißt, Sie müssen zeigen, dass das auch in seinem Interesse liegt. Das Ganze gilt nur zwischen Unternehmern. Das heißt, für Zahlungspflichten von Verbrauchern können Sie beliebige Fristen vereinbaren. Für Zahlungspflichten von Anwälten, von Kaufleuten und Ähnlichem gilt hingegen diese Regelung. Ich habe auch letzte Woche hingewiesen auf 474, der sagt, beim Verbrauchsgüterkauf kann der Gläubiger der jeweiligen Leistung nur unverzüglich Leistung verlangen. Sie erinnern sich, 271 sagt grundsätzlich sofort. Und der Unterschied ist, bei sofort kommt es auf Vertreten müssen nicht an, während ohne schuldhaftes Zögern heißt, ohne schuldhaftes Zögern, das heißt ohne Verschulden, das heißt Vorsatz oder Fahrlässigkeit in Bezug auf die Verzögerung sind erforderlich. Und ich habe letzte Woche auch hingewiesen, dass bei Ihnen bei 308 eine Nummer 1a und eine Nummer 1b sein müsste. Wenn nicht, haben Sie Ihr Gesetz seit dem ersten Semester nicht mehr ergänzt oder aktualisiert. Dann haben Sie einen veralteten Gesetzestext, wo wichtige Sachen drin fehlen. Das haben wir letzte Woche gemacht. Ganz kurz jetzt zum Thema Verzug. Verzug, Sie erinnern sich, ist geregelt, wo ja. 286 BGB. Und der Verzug ist keine Anspruchsgrundlage. Da steht nicht, im Verzug kann man das und das verlangen, sondern der Verzug ist ein Zustand, das heißt, es ist eine reine Hilfsnorm. Anders als insbesondere 281, 282 und 283, wo nämlich drinsteht, der Gläubiger kann Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Und das ist jeweils eine Anspruchsgrundlage. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Verzug neben dem Schadensanspruch nach 280 1, 2, 286 auch weitere Folgen hat. Nämlich 287. 287, der Ihnen schlicht sagt, während des Verzuges hat der Schuldner jede Form von Fahrlässigkeit zu vertreten. Was heißt jede Form? Wo sollte der Witz beiliegen? Gibt auch verschiedene Formen von Fahrlässigkeit. Wann spielt das eine Rolle? Ja. Grundsätzlich hat der Schuldner ja nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten und in dem Fall die Haftung dann verschärfen, sodass er auch leichte Fahrlässigkeit. Ist das so, dass der Schuldner grundsätzlich nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat? Gucken wir mal in 276. Ja. Ja. Ist das strenger, wenn da steht jede Fahrlässigkeit? Wann spielt 287 Satz 1 eine Rolle und nur wann? Ja? Wenn die Haftung beschränkt ist, macht der Schenkung auf grobe Fahrlässigkeit. So ist es. Also 287 spielt nur eine Rolle, wenn Sie im Gesetz eine Regelung haben, die sagt, der Schuldner haftet nur für Vorsatz oder nur für eigenübliche Sorgfalt oder nur für grobe Fahrlässigkeit.
Der Kollege hat schon ein Beispiel genannt bei der Schenkung. Sie kennen das, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Der Schenker haftet nur für grobe Fahrlässigkeit. Sie kennen das aber auch bei 346 beim Rücktritt. Wenn Sie ein gesetzliches Rücktrittsrecht haben, haften Sie nur für eigenübliche Sorgfalt, für Schäden, die eintreten bis zur Ausübung des Rücktrittsrechts. Es gibt also Regelungen, die sagen, Sie haften nur für eigenübliche Sorgfalt oder für grobe Fahrlässigkeit. Wenn Sie dann im Schuldnerverzug sind, haften Sie wieder ganz normal für jede Fahrlässigkeit. Sie fallen also zurück auf den Normalfall des 287. Das gilt auch bei vertraglichen Haftungsprivilegierungen. Wenn im Vertrag also drinsteht, Sie haften nur für Vorsatz, dann fallen Sie da wieder zurück auf jede Fahrlässigkeit. 287 hat aber auch einen Satz 2. Und der Satz 2 sagt, Sie haften auch für Zufall, mit einer Ausnahme, wenn die Sache auch beim Gläubiger eingetreten wäre. Das heißt, 287 ist eine sehr strenge Haftung und das gilt für alle Schäden, die nach Eintritt des Verzuges eintreten. Das heißt, wenn die Sache zerstört wird, nach Eintritt des Verzuges, haften Sie strenger. Testfrage, was ist denn bei Rücksichtnahmepflichtverletzungen? Sie befinden sich im Verzug und jetzt stolpern Sie und beschädigen die Wand des Verkäufers. Also Sie kommen zu spät und beim Reinliefern der Ware stolpern Sie und zerkratzen die Wand des Verkäufers. Ihr Kaufvertrag sagt, Sie haften nur für Vorsatz. Frage, haften Sie jetzt wegen 287 auch für Fahrlässigkeit, weil Sie im Verzug sind, in Bezug auf das Stolpern beim Reintragen der Ware? Was denken Sie? Was erfasst der 287? Was ist der Sinn des 287? Ja, der 287 erfasst nur die Beschädigung oder Zerstörung der Leistung. Das heißt, er bezieht sich nur auf Unmöglichkeit oder Schlechtleistung. Er bezieht sich nicht auf die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten. Dafür ändert sich nichts. Da bleibt es bei der Beschränkung auf Vorsatz. Das ist keine Strafregelung. So, Voraussetzungen des Verzuges kennen Sie auch alle. Sie brauchen irgendeine Leistungspflicht. Die Leistungspflicht muss noch bestehen und Sie wissen, nach 275 Absatz 1 erlischt die Leistungspflicht, wenn sie unmöglich ist. Das ist wichtig. Wenn Sie nicht leisten können, müssen Sie auch nicht leisten. Sie wissen auch, nach 275.2 können Sie verweigern, auch dann müssen Sie nicht mehr leisten, dann gibt es keine Pflicht mehr und Sie können deshalb nicht in Verzug geraten. Wenn es keine Pflicht gibt, gibt es auch keinen Verzug und keine Pflicht gibt es bei Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit. Zweitens müssen Sie die bestehende Pflicht nicht erfüllen. Das heißt, solange der Gläubiger die Leistung ablehnen darf, haben Sie keinen Annahmeverzug und sind möglicherweise selbst in Verzug. Und dann brauchen Sie noch das Vertreten müssen. Vertreten müssen kennen Sie 276, Vorsatz und Fahrlässigkeit. Es gilt auch 278, das heißt das Verschulden von Erfüllungsgehilfen. Das Entscheidende 286 ist aber das, was hier steht als zusätzliche Voraussetzung. Und das ist grundsätzlich nach Absatz 1, Satz 1 eine Mahnung. Ausnahmsweise kommt aber auch in Betracht die Klageerhebung. Das heißt, wenn Sie jemanden direkt verklagen, statt ihn zu mahnen, gilt das auch als Inverzugsetzung. Oder das Erwirken eines gerichtlichen Mahnbescheides im schriftlichen Verfahren also. Oder, und das ist das Wichtige, Terminbestimmung, Verweigerung oder Abwägung Interessen. Warum brauchen Sie bei einer Terminbestimmung keine Mahnung? Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht? Ja, die Mahnung soll ja dafür da sein, dass der Schuldner nochmal daran erinnert werden soll, hier muss leisten. Und wenn er eine Terminbestimmung schon vereinbart hat, dann ist ja eigentlich schon klar, muss dem Schuldner ja schon klar sein, dass er zu diesem Termin leisten muss. Ja, wo müsste er denn normalerweise leisten, wenn keine Terminbestimmung ist? Müsste er erst eine Aufforderung leisten oder wann müsste er leisten? Im Zweifel sofort. Ja, also im Zweifel muss der Schuldner sofort leisten. Wenn er aber sofort leisten muss, ist klar, dass der Gläubiger die Sache nicht sofort haben kann, weil er im Zweifel gar nicht da ist. Da macht es ja keinen Sinn, dass er hinfährt oder den informiert. Also sagt uns 286,
muss ich entweder einen Termin bestimmen von vornherein oder alternativ ihn informieren und sagen, hier, deine Leistung ist bereit. Ja, und dann haben wir noch Absatz 3 und das ist jetzt der wichtige Teil, das ist wieder für Europarechtler. Da sagt uns Absatz 3, wenn es um eine Entgeltforderung geht, geraten Sie 30 Tage nach der Rechnungsstellung in Verzug. Wenn Sie nicht wissen, wann die Rechnung angekommen ist, ist maßgeblich die Fälligkeit und der Empfang der Gegenleistung, das heißt die Leistung, für die die Entgeltleistung bezahlt wird. Eine Sache, die viele übersehen, hier steht Entgeltforderung. Das heißt, es geht wirklich nur um die Gegenleistung in Geld. Es gilt nicht etwa für Schadensansprüche oder Ähnliches. Es geht nur um die Geldforderung, die als Gegenleistung für eine andere Forderung erbracht wird. Mahnung kennen Sie auch alle, ist eine geschäftsähnliche Handlung. Die Rechnung ist keine Mahnung. Die Rechnung ist vielmehr das, was die Fälligkeit begründet. Das heißt, man müsste in der Rechnung ausdrücklich noch sagen, ich bestehe auf baldige Zahlung, dann hätte man auch eine Mahnung. Die Mahnung muss auch ernsthaft sein. Sie kennen all diese Fälle, die gereimte Mahnung, wenn man das dann in netter Reimform schreibt und so ein bisschen lustig, dann nimmt das der Schuldner vielleicht nicht ernst und fühlt sich nicht ernsthaft an die Leistung erinnert. Das heißt, da ist irgendwo die Grenze erreicht, wenn Sie das nur noch so als Kunstwerk einreichen, dann denkt er sich, ach, nettes Bild oder nettes Gedicht und fühlt sich gar nicht an die Leistung erinnert. Wichtig ist, die Mahnung darf nicht vor Fälligkeit erfolgen, sie darf aber gleichzeitig mit der Fälligkeit erfolgen. Deshalb können Sie auf der Rechnung mahnen, aber die Rechnung ist nicht automatisch eine Mahnung. Immer dann, wenn Sie eine Frist setzen, mahnen Sie damit auch, allerdings nicht erst zum Fristende, sondern bereits zum Fristanfang. Also wenn Sie sagen, du hast bis zum so und so vielen Zeit zu leisten, heißt das, leiste jetzt spätestens bis zum 31.12. So, Folgen habe ich Ihnen auch schon gesagt. Interessant für Sie noch, wenn Sie in 288 lesen, je nachdem wie alt Ihr Gesetz ist, hat er unterschiedlich viele Absätze. Gucken wir uns den 288 mal näher an. Absatz 1 sollte bei allen von Ihnen sagen, 5% plus Basiszinssatz. Wie hoch ist der Basiszinssatz bei Ihnen momentan? Steht in der Fußnote drunter. Sollte bei 246 in der Fußnote stehen. Sonst im Internet unter basiszinssatz.de. Das ist nicht so schwierig. Basiszinssatz.de kann man eingeben. Was steht da bei Ihnen? Das ist eine interaktive Vorlesung. Sie können jetzt hier online nachgucken. Und? -0,83. Ja, sehr gut. -0,83. Und jetzt ist die Frage, wie viel Zinsen müssen Sie zahlen bei -0,83? Lesen Sie das Gesetz, Paragraf 288 Absatz 1. Wie hoch ist der Verzugszins? Ja. 4,17. Was würden Sie sagen, wenn der Basiszinssatz auf -5,1 liegen würde? -0,1%. Was würde das bedeuten? Dass der andere von mir Geld bekommt. Ja. Dass sozusagen der Schuldner Geld vom Gläubiger dafür bekommt, dass der Schuldner nicht rechtzeitig gezahlt hat. Die Frage ist, was meint das Gesetz, wenn es schreibt über dem Basiszinssatz? Meint es, dass ich schlicht addieren muss oder was könnte dieses über auch bedeuten? Um das mal von Sinn und Zweck der Regelung herzuleiten. Ja? Dass man sich die 5% als fixe ansieht und dann halt der Basiszins, was da drauf kommen könnte. Genau. Man könnte es auch so verstehen, dass man sagt, wir haben 5% und wenn der Basiszinssatz positiv ist, dann ist er über, dann ist er da drüber zu setzen. Wenn der Basiszinssatz aber negativ ist, dann fällt er schlicht unter den Tisch, weil er ja nicht über ist, sondern er würde dazu führen, dass wir unter die 5% kommen.
Denn das Aufaddieren des negativen Basiszinssatzes würde dazu führen, dass wir unter den Basiszinssatz kommen. Und das Lustige an der Sache ist, diese Frage hat nie jemand entschieden, obwohl wir schon seit mehreren Jahren einen negativen Basiszinssatz haben. Und die Literatur ist sich aber einig, dass es mindestens 5% sein muss, weil sonst man bei einem hohen negativen Basiszinssatz ganz schnell zu Strafzinsen kommen würde. Und das kann ja nicht im Sinne der Rechtsordnung liegen, dass man einen Gewinn daraus erwirtschaften kann, dass man seine Schulden nicht zahlt. Also wenn ich nicht zahle, kriege ich dafür Geld. Das wäre unwirtschaftlich. Und deshalb ist das hier so zu verstehen, dass übermeint immer 5% plus x, aber nie niedriger als 5%. So, was unterschiedlich sein könnte bei Ihnen, ist der Absatz 2. Wenn da bei Ihnen drin steht 8%, 8% Punkte über den Basiszinssatz, dann haben Sie ein veraltetes Gesetz, da muss jetzt stehen 9, das ist relativ einfach. Ja, also aus 8 macht 9 und schon haben Sie ein aktuelles Gesetz. Das kann man noch hinkriegen. Wichtig, Absatz 2 gilt nur für Entgeltforderungen. Das sollten Sie sich doppelt unterstreichen. Das wird fast immer übersehen. Es geht nicht für alle Forderungen gegen einen Unternehmer, sondern es gilt nur für Entgeltforderungen. Ja, ganz wichtig. Absatz 3 ist noch relativ harmlos. Der sagt Ihnen, Sie können auch höhere Zinsen verlangen, wenn Sie irgendwo höhere Zinsen bezahlen müssen, etwa weil Sie Ihr Konto überzogen haben oder Strafzinsen zahlen müssen. Und jetzt kommen die schwierigen Regelungen, nämlich Absatz 5 und Absatz 6. Absatz 5 sagt, Sie kriegen eine Pauschale von 40 Euro. Haben Sie alle einen Absatz 5? Ja? Wer hat keinen? Ja, die kein Gesetz haben, haben auch keinen. Die ein Gesetz haben und ein altes Gesetz haben, haben hier keinen Absatz 5. Absatz 5 sagt, Sie kriegen eine Pauschale von 40 Euro, flat. Allein dafür, dass der andere im Verzug ist. Und Voraussetzung dafür ist, dass eine Entgeltforderung vorliegt wieder. Auch das wieder doppelt unterstreichen, weil Entgeltforderung und nicht Schadensersatzforderung, Aufwendungsersatzforderung oder Ähnliches. Nur Entgeltforderung, nur die eigentliche Kaufpreisforderung, Werklohnforderung oder Ähnliches. Aufwendungsersatz fällt nicht darunter, Schadensersatz fällt nicht darunter, obwohl es alles Geldforderungen sind. Aber es ist kein Entgelt. Zweitens darf der Schuldner kein Verbraucher sein. Wenn Sie also einen Anspruch gegen die Uni haben, dass die Uni Ihnen Geld bezahlt für Tätigkeiten als studentische Hilfskraft und Sie kriegen Ihr Gehalt nicht pünktlich, dann können Sie direkt mal die 40 Euro draufschlagen. Das machen die Leute, die hier Klausuren korrigieren, zum Beispiel regelmäßig, weil wenn Sie jetzt hier Klausuren korrigieren im Klausurenkurs, dann zahlt die Uni das erfahrungsgemäß 2 Monate zu spät, dann kriegen Sie erstmal 40 Euro Aufschlag. Ja? Weil die Uni ist kein Verbraucher, die ist Schuldner und die macht das nicht rechtzeitig, also 40 Euro Abmahnpauschale sozusagen. Dasselbe gilt auch, wenn ein anderer Unternehmer was von Ihnen kauft, wenn Sie was bei Rebuy.com oder irgendwas verkaufen oder was gibt es da noch, irgendwelche Online-Dinger dubiosen, wo Sie Sachen hinschicken und die müssen Ihnen was bezahlen, dann greift diese Regelung und Sie kriegen die 40 Euro, wenn das Geld nicht pünktlich da ist. Es betrifft aber tendenziell eher den Fall, dass ein Unternehmer es von einem anderen kauft, dann muss der Unternehmer dem anderen immer die 40 Euro zahlen, wenn er nicht pünktlich zahlt. Damit soll er gezwungen werden, pünktlich zu zahlen. Und damit sollen pauschal die Rechtsverfolgungskosten ausgeglichen werden. Wenn Sie höhere Anwaltskosten haben, und Anwälte kosten meistens mehr als 40 Euro, dann werden diese 40 Euro nicht obendrauf gezahlt, sondern die werden von den Anwaltskosten abgezogen. Sie kriegen also Anwaltskosten minus 40 Euro. So einfach ist das. Das ist Absatz 5. Und dann haben wir Absatz 6. Und Absatz 6 sagt, Sie können vertraglich den Anspruch auf Verzugszinsen nicht ausschließen. Sie können nach Absatz 6 Satz 2 allerdings den Anspruch auf Verzugszinsen oder die Pauschale beschränken. Die Pauschale dürfen Sie auch ausschließen. Allerdings ist dieser Ausschluss dann unwirksam, wenn er grob unbillig ist. Und da sagt uns Satz 3, im Zweifel ist es immer grob unbillig, das heißt,
Der Gläubiger muss konkret darlegen, warum das hier gerechtfertigt sein könnte. Das heißt, Sie müssen darlegen, warum dürfen Sie hier diese Sache ausschließen, wenn Sie es nicht können, Pech gehabt. Und Satz 4 sagt, wenn der Schuldner Verbraucher ist, dann können Sie ihn natürlich besser stellen, dann dürfen Sie zugunsten des Verbrauchers auf alles verzichten und alles ausschließen. Ja? Noch eine Frage zu Absatz 5. Muss man sich die 40 Euro auch auf Rechtsverfolgungskosten anrechnen lassen, die man hat, weil man diese 40 Euro einbringt? Nein. Nein, die 40 Euro sind eine eigene Forderung, mit denen man wieder in Verzug geraten kann. Die muss man also dafür nicht anrechnen. Es geht um die Rechtsverfolgung der Hauptforderung. Also wenn Sie die Hauptforderung nicht kriegen, dann kriegen Sie die 40 Euro. Und wenn er dann die Hauptforderung zahlt, aber die 40 Euro nicht zahlt, dann ist er immer noch den 40 Euro da. Dann haben Sie auf die 40 Euro immer noch die 9% über den Basiszinssatz oder die 8% oder die 5%, je nachdem, ob Sie es nicht sind. Also Sie sehen, das lohnt sich. Das zum Thema Verzug. Und last but not least haben wir noch Fälligkeitszinsen. Und zwar sagt 353 HGB, Kaufleute untereinander sind berechtigt, für ihre Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschäften vom Tag der Fälligkeit an Zinsen zu fordern. Ja, das heißt also, sofort kriegen sie Fälligkeitszinsen. Zinsen von Zinsen können aufgrund dieser Vorschrift nicht gefordert werden. Das Zinsverbot finden Sie im BGB auch, in 289. Das heißt, es gibt grundsätzlich nie Zinsen auf Zinsen, um eine Lawine von Schulden zu verhindern. So toll ist das deutsche Recht. Dazu gibt es noch eine Kontrollfrage. Wie hoch ist denn der Zinssatz für die Fälligkeitszinsen nach 353 HGB, beziehungsweise für die Zinsen nach 354 Absatz 2, wo drin steht, für Darlehen, Vorschüsse, Auslagen kann er vom Tag der Leistung an Zinsen berechnen. Die Frage ist nur, jetzt berechnet er Zinsen, aber welche denn? Wie hoch denn? 100%, freies Ermessen, 4%, 5%, 9%. Wie viel Zinsen gibt es? Denn Zinsen berechnen nützt uns ja nicht, wir müssen ja wissen, wie viele. Ja, so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wir hatten 4%, 5%, 5% über den Basiszinssatz, 5% über den Basiszinssatz, 9% über den Basiszinssatz. Was hätten Sie denn gerne? Ja. Ja, in der Tat, hier gelten die gesetzlichen Zinsen nach 352, das heißt, wir sind wieder bei 5%, nicht über dem Basiszinssatz, sondern 5% pauschal. Wichtig, nicht 4%, weil es ein Handelsgeschäft ist, ein beiderseitiges, das heißt, wir sind bei den 5%. Wichtig auch, kein Verzugszinssatz, also kein 288, das heißt nicht für 5% über dem Basiszinssatz, sondern wirklich 5% flat. Pro Jahr übrigens, nicht pro Tag. Ja, also die können nicht jeden Tag 5% draufschlagen, sondern es sind pro Jahr 5%. Das ist pro Tag gar nicht so viel, können Sie ausrechnen. 365 kommen auch nicht viel. So, das war Thema 6. Jetzt kommt Thema 7. Thema 7 mit dem beeindruckenden Titel Kaufleute und weg. Kaufleute und Kaufrecht. Ja, wir fangen an mit der wichtigen Frage, warum lernen wir das? Und ich gebe Ihnen den Tipp, weil im HGB, bei dem EGHGB steht, die Regeln des BGB werden verdrängt durch die Regeln des HGB. HGB ist Lex Specialis zu BGB.
Jetzt sagen Sie, ist ja schön und gut. Dann sage ich Ihnen noch 345 HGB, der sagt, wenn eine der beiden Parteien, egal ob es der Käufer oder der Verkäufer ist, Kaufmann ist, gelten auch für den Käufer die Regeln des HGB, soweit nicht aus diesen Vorschriften sich ein anderes ergibt. Das heißt, wenn einer der beiden Kaufmann ist, gelten auch für den Nichtkaufmann die Regeln des HGB. Das sagt 345. Wenn Sie also einen Handelskauf haben, wenn einer der beiden Kaufmann ist, die kaufen etwas beim Kaufmann, wird es dadurch zu einem Handelskauf. Und auch für Sie gelten die Regeln des HGB, auch zu Ihrem Nachteil, nicht nur zu Ihren Gunsten. Wenn Sie das nicht überzeugt, habe ich noch ein drittes Argument, denn das JAG, der letzte Punkt auf unserer Liste, wie Sie sehen, sagt, Sie müssen den Handelskauf beherrschen, allerdings nur in den Grundzügen im Überblick, das heißt ohne vertiefte Kenntnis von Literatur und Rechtsprechung, das heißt, das ist total wenig und total einfach. Gucken wir uns das statistisch an, ich habe Ihnen immer diese tolle Statistik, Kaufmann kommt ganz oft, Register kommt ganz oft, Prokura Handlungsvollmacht kommt ganz oft, kaufmännisches Bestätigungsschreiben kommt oft, Handelskauf eher selten, alles andere, was wir bisher gemacht haben, noch selten. Und der Unternehmenskauf, den können Sie gleich vergessen, weil der kommt in Klausuren so gut wie gar nicht dran. Diagramme haben meistens eine Y-Achse. Ja, das hat es auch. Also von links, von unten nach oben. Ja, aber die ist meistens auch beschriftet. Ja, die ist auch beschriftet. Die können Sie nur nicht sehen, die Beschriftung. Also, was sehen Sie auf dieser Skala? Dasselbe wie auf den anderen Folien auch. Es hat einen sehr geringen Anteil. So. Was ist ein Handelskauf? Ein Handelskauf hat drei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, Sie brauchen ein Handelsgeschäft. 343 HGB. Die zweite Voraussetzung ist, Sie brauchen einen Kaufvertrag. Und die dritte Voraussetzung ist, der Kaufvertrag muss über Handelsware sein. Drei Voraussetzungen. Was ein Handelsgeschäft ist, haben wir letzte Woche gemacht. Sie erinnern sich, Sie brauchen mindestens einen Kaufmann. Ob auf der anderen Seite auch ein Kaufmann steht oder ein Anwalt, der Freiberufler ist, oder ein Verbraucher spielt keine Rolle. Wichtig, einer der beiden muss Kaufmann sein. Nicht mal zwingend der Verkäufer. Es reicht auch, wenn der Käufer Kaufmann ist. Die zweite Aussage ist, weil das ein Handelskauf sein muss, darf es keine Kleingewerbetreibende sein, sondern es sollen beides irgendwie, es soll auf einer Seite ein Kaufmann sein, auf der anderen Seite muss irgendwas anderes sein. Wenn Sie bei einem kleinen Kiosk was kaufen, ist der Kioskbetreiber meistens kein Kaufmann und dann haben Sie auch keinen Handelskauf. Wird der Kiosk als GmbH betrieben, haben Sie immer einen Handelskauf, weil die GmbH kein Privatleben hat. Anwälte sind trotz ihrer Kompetenz nie Kaufleute und damit reicht es nicht, wenn Sie beim Anwalt irgendwas kaufen, was er immer auch verkaufen macht, ein BGB, ein altes. Der Anwalt verkauft Ihnen seinen alten Schönfelder. Antwort, kein Handelskauf, weil der Anwalt kein Kaufmann ist. Gut, jetzt sagen Sie, das ist ja nicht schwierig. Das hätten Sie auch so gewusst. Stimmt. So, das Zweite ist, Sie brauchen einen Kauf. Was ein Kauf ist, haben Sie hoffentlich im ersten und zweiten Semester gelernt. 433 BGB, der eine gibt Geld und der andere gibt Ware. Ware gegen Geld. Wenn das Gesetz von Kauf spricht, gilt es aber auch für den Tausch. Sie erinnern sich, Tauschvertrag heißt, der eine gibt Ware und der andere gibt Ware. Tausch, Pferd gegen Traktor. Cola gegen Kuchen. Ja, das ist ein Tausch. Auch für den Tausch gelten die Vorschriften des Kaufs und damit auch des Handelskaufs. Dann der Werklieferungsvertrag. Sie erinnern sich, 651 Satz 1 BGB. Wenn Sie eine Sache haben, die es noch gar nicht gibt, und der soll für Sie die Sache erst herstellen,
Er soll für sie ein Gemälde malen. Er soll für sie eine Holzfigur schnitzen. Er soll für sie eine Maschine bauen. Dann handelt es sich um einen Handelskauf, wenn derjenige, den sie beauftragen, Kaufmann ist oder sie Kaufmann sind. Sobald einer der beiden Kaufmann ist, liegt ein Handelskauf vor. Denn auch da steht, es gelten die Regeln über den Kauf. Wichtig, unstreitig gilt es nicht für den Werkvertrag. Werkvertrag heißt, Sie haben Ihr Auto, geben es in die Werkstatt, da wird es repariert. Egal wie schwer es kaputt ist, der Werkvertrag wird nie zum Kauf. Der Werkvertrag ist Werkvertrag, der Kaufvertrag ist Kaufvertrag. Das heißt, da finden die Regeln des HGB über den Handelskauf keine Anwendung. Und Sie finden keine Anwendung auf das Finanzierungsleasing. Weiß irgendjemand, was ein Finanzierungsleasingvertrag ist? Haben Sie schon mal einen Leasingvertrag abgeschlossen? Kennen Sie jemanden, der einen Leasingvertrag abgeschlossen hat? Also Leasing ist so eine ähnliche Art der Miete. Und Finanzierungsleasing wird dann wahrscheinlich sowas sein, dass man für eine Zeit least und danach halt mehr bezahlt für das Leasing und danach halt auch das Ausstellen behalten darf. Ja, normalerweise haben Sie drei Arten, was Sie machen können. Sie können ein Auto mieten. Wenn Sie es mieten, zahlen Sie jeden Monat Miete und am Ende, wenn Sie keine Miete mehr zahlen, müssen Sie es zurückgeben. Das ist schlecht für Sie, weil dann haben Sie kein Auto mehr. Sie können es kaufen. Wenn Sie es kaufen, haben Sie das Problem, entweder Sie zahlen von vornherein den kompletten Kaufpreis. Das ist schlecht für Sie, denn dann müssen Sie viel Geld auf den Tisch legen. Oder Sie machen Ratenzahlung. Dann haben Sie das Problem, dass Sie im Zweifel Eigentumsvorbehalt haben und nie Eigentümer werden. Und wenn es in der Zeit kaputt geht, haben Sie einen Schrotthaufen erworben. Deshalb gibt es den Kompromiss zwischen dem Kaufvertrag und dem Mietvertrag. Und dieser Vertrag heißt Leasingvertrag. Und der Leasingvertrag funktioniert so, Sie zahlen jeden Monat Geld und dürfen dafür mit dem Auto fahren. Und am Ende, wenn Sie jeden Monat brav gezahlt haben und die Leasingdauer, gehört das Auto Ihnen. Jetzt denken Sie sich ja, wo ist denn die Pointe? Das kann man im Ratenzahlungskauf ja auch machen. Die Pointe dabei ist, dass das Ganze eben mietvertraglich angehaucht ist und Sie daher grundsätzlich auch mietvertragliche Gewährleistungsansprüche hätten. Aber statt Ihnen sozusagen das Auto regelmäßig zu warten und zu kontrollieren, tritt einfach der Leasinggeber alle Ansprüche gegen den Verkäufer an Sie ab. Er sagt also, wir tun so, als hättest du das Auto gekauft, obwohl du eigentlich nur Mieter bist. Du hast gegen mich als Leasinggeber keine Ansprüche. Obwohl also wirtschaftlich der Leasingnehmer, derjenige, der das Auto liest, genauso wie ein Eigentümer mit rumfährt und sich genauso an den Verkäufer halten muss, wenn es einen Sachmangel hatte, ist er im Grunde nur Mieter. Im Innenverhältnis ist er Mieter, im Verhältnis zum Verkäufer ist er aber Käufer. Deshalb nennt man es auch Mietkauf. Ja? Das hat Sachen vom Mietrecht und Sachen vom Kaufrecht. Trotzdem, obwohl er im Verhältnis zum Verkäufer wie ein Käufer dasteht, ist das für ihn kein Handelskauf. Der Leasingnehmer hat einen schlichten Mietvertrag mit dem Leasinggeber, wo das Gewährleistungsrecht ausgeschlossen ist und er stattdessen nur die Ansprüche gegen den Verkäufer hat. Das heißt, kein Handelskauf bei Leasingvertrag. Ja. Letzte Voraussetzung war Ware. Waren sind alle beweglichen Sachen. Sie wissen, bewegliche Sachen sind solche, die man bewegen kann, auch wenn dazu ein Aufwand erforderlich ist. Zum Beispiel können Sie einen Apfel bewegen, Sie können einen Laptop bewegen, Sie können aber auch ganze Möbel bewegen, auch wenn man dafür Kraftaufwand braucht oder einen Gabelstapler oder sonst was. Unbewegliche Sachen sind Grundstücke. Als Ware gelten aber auch Gegenstände, die wie bewegliche Sachen gehandhabt werden. Dazu gehören zum Beispiel DVDs und CD-ROMs mit Software drauf. Da geht es eigentlich nicht um die CD, die man als Bierdeckel oder irgendwas verwenden könnte oder als Frisbee, sondern es geht um das, was da drauf ist. Man will also, man zahlt nicht 300 Euro für den Frisbee, sondern für den Inhalt des Frisbees. Und trotzdem sagt man, liegt ein Handelskauf vor, wenn Sie im Geschäft ein Computerprogramm kaufen.
auf CD oder auf USB-Stick oder auf was auch immer. Das heißt, das wird als Kaufvertrag behandelt und da gelten wiederum die Vorschriften der 373 folgende. Nicht erfasst sind Grundstücke. Ein Kaufvertrag über ein Grundstück ist nie ein Handelskauf. Nicht erfasst sind Kaufverträge über Rechte. Wenn Sie eine Lizenz kaufen für ein Patent oder eine Marke, ist das nie ein Handelskauf. Und nicht erfasst sind Unternehmenskaufverträge. Wenn Sie also eine GmbH kaufen mit allem, was dazugehört, ist das nie ein Handelskauf. Ja? Die Menge an Ware spielt keine Rolle. Ob Sie ein Eis kaufen oder 15 Tonnen Eis kaufen, spielt überhaupt keine Rolle. Auch der Kauf eines einzelnen Gegenstandes reicht, um es zum Handelskauf zu machen. So, da Sie das alles perfekt beherrschen jetzt, habe ich für Sie diese tolle Frage vorbereitet. Ha, sehen Sie, endlich was mitmachen. Sie haben da nur darauf gewartet, Interaktion, dass Sie diese Frage beantworten können. Guck mal, ob es funktioniert. Law Clinic Bonn schickt mir eine E-Mail. Ha, ich kann abstimmen. Wir sehen, dass Sie nichts sehen. Das steht da selber auf dem Handy. Also es ist nicht so, als ob die da was anderes hätten. Sie sind ganz begeistert von dieser Technologie, dass das Handy dasselbe anzeigt wie der Projektor. Technik, die begeistert. Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden. Oh. A kauft an der Eisdiele des B ein Eis? Ja. Es spielt keine Rolle, ob A Verbraucher ist, Unternehmer ist, Kaufmann ist, Anwalt ist, Millionär ist oder Bettler ist. Wenn man an der Eisdiele ein Eis kauft und die Eisdiele kaufmännisch betrieben ist, ist das ein Handelskauf. Wenn die Eisdiele dagegen kleingewerblich ist, weil sie nicht genug Umsatz hat, was bei Eisdielen selten der Fall ist, wäre es kein Handelskauf. Dann, A, erwirbt bei der Immobilien GmbH ein Grundstück? Nein. Warum nicht? Warum ist der Kauf eines Grundstücks bei der Immobilien GmbH kein Handelsgeschäft? Weil wir eben gesagt haben, dass Grundstücke keine beweglichen Gegenstände sind, also keine Handelsware. So ist es. Grundstücke sind keine beweglichen Sachen und damit keine Handelsware. Damit fällt der Kauf eines Grundstücks nie unter 373 folgende. Es ist trotzdem ein Handelsgeschäft für die GmbH, aber es ist kein Handelskauf. Was denn? Es fehlt Ihnen wieder die Einheit, die Horizontalachse, da steht 2. Ja, kann ich Ihnen sagen. A kauft seinem Freund B dessen alte Motorsäge ab. Warum ist das kein Handelskauf? Ja, selbst wenn der eine Kaufmann wäre, selbst wenn B Kaufmann wäre, würde es nicht zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören, seine alte Motorsäge zu verkaufen. Das ist ein Privatgeschäft. Und last but not least, Rechtsanwalt R bestellt bei Z neue Möbel für sein Büro. Das ist deshalb ein Handelskauf, weil neue Möbel sind bewegliche Sachen und der Verkäufer Z ist als Möbelhändler im Zweifel wieder Kaufmann, denn Sie wissen, wir vermuten, dass jemand Kaufmann ist, nach 1 Absatz 2, wenn nichts anderes versteht, ist er immer Kaufmann. Also handelt es sich um einen Kauf von beweglichen Sachen bei einem Kaufmann und damit um einen Handelskauf. Dass der Käufer hier Freiberufler ist, ist völlig irrelevant. Zufrieden? Ja, jetzt wissen Sie, was ein Handelskauf ist. Frage, wann prüfen Sie das?
bitte nicht in der Klausur anfangen mit, zwischen A und B liegt ein Kaufvertrag vor, es könnte ein Handelskauf sein. Das ist falsch, weil das ist kein Gutachtenstil. Das ist einfach nur eine Untersuchung von Fragen, nach denen Sie gar nicht gefragt worden sind. Sie müssen also gucken, brauchen Sie in Ihrer Klausur irgendeine dieser Normen? Jetzt gehen die Leute schon wieder. ...373 bis 375 HGB. Also spielt irgendeine der Normen 373 folgende für Ihre Klausur eine Rolle. Das heißt, Sie müssen nur gucken, kommt es auf eine dieser Normen überhaupt an. Wenn keine Norm überhaupt relevant sein könnte, schreiben Sie kein Wort zum Handelskauf. Sie schreiben auch nicht, A ist volljährig. Sie schreiben auch nicht bei jeder Klausur, A hat keinen Vertreter. Sie schreiben nur die Sachen, die für Ihr Ergebnis relevant sind. Das heißt, Sie müssen gucken, kommt es auf eine der Normen an. Und welche Normen sind das? Es gibt zwei Normen, die beziehen sich auf Rechte des Verkäufers und die Pflichten des Käufers begründen. Nämlich 375 und 376. 375 sagt, der Verkäufer kann offen lassen, welche Farbe oder ähnliches man haben will. Dann kann der Käufer das nachträglich bestimmen. Und 376 sagt, der Käufer kann sagen, ich möchte jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt die Sachen haben. Fixgeschäft, haben Sie schon mal gehört. Es gibt dann wiederum zwei Regelungen, die sind für den Verkäufer günstig. Das eine ist der 373, der bezieht sich darauf, was macht der Verkäufer, wenn der Käufer die Ware nicht annimmt. Und wir haben 377, da würde man sagen, wer schweigt, stimmt zu. Das heißt, wenn der Käufer Sachen annimmt und keine Ahnung hat, ob die gut oder schlecht sind, dann ist das sein Pech. Der Käufer muss sich melden, wenn er unzufrieden ist. Tut er dies nicht, gilt die Lieferung als genehmigt. Das sind die einzigen vier Folgen, die der Handelskauf hat. Und Sie müssen nur gucken, kommt in Ihrer Klausur auf eine dieser vier Folgen an. Wenn keine dieser vier Folgen relevant ist, schreiben Sie kein Wort zum Handelskauf. Auch wenn Sie noch so sehr wissen, dass einer vorliegt. Fangen wir mit 375 an. Gucken wir mal, was da steht. Ist bei dem Kauf einer beweglichen Sache dem Käufer die nähere Bestimmung über Form, Maß oder ähnliche Verhältnisse vorbehalten, so ist der Käufer verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu treffen. Man könnte also sagen, wenn der Käufer gesagt hat, ich will mich erst später entscheiden, dann muss er das auch tun. Unglaublich. Dann gucken wir uns Absatz 2 an, der ein bisschen interessanter ist, der nämlich sagt, ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Pflicht im Verzug, so kann der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen oder gemäß 280/281 BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen oder gemäß 323 BGB vom Vertrag zurücktreten. Jetzt denken Sie sich, das ist eine komische Regelung. Das ist deshalb eine komische Regelung, weil, was Sie hier mit Sicherheit alle sofort gesehen haben, dass hier in diesem Satz das Wort oder steht. Und da steht nochmal das Wort oder. Sehen Sie das? Habe ich extra markiert das gerade für Sie gelb. Mit meinem Finger. So. Warum ist das für Sie ein Wunder, dass da oder steht? Sollte ein Wunder sein, vielleicht. Zumindest das zweite Oder sollte Ihnen zu denken geben. Ja, im Normalfall des vorherigen Gesetzbuches darf ja sowohl Schadensersatz als auch Schutzschrift. So ist es. Nach 325 BGB dürfen Sie zurücktreten und zusätzlich Schadensersatz verlangen. Und zwar Schadensersatz statt der Leistung sogar. Frage, wenn hier steht Oder, was bedeutet das? Ja, in Bezug auf das Erste macht das auch einen Sinn. Wenn Sie nämlich gucken, so kann der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen, dann bedeutet das nichts anderes als,
Der Verkäufer liefert einfach irgendwas und erfüllt damit die Pflicht. Dann kann er nicht mehr Schaden statt der Leistung verlangen, weil die Leistung ist ja erbracht und damit gibt es keinen Schaden statt der Leistung. Er kann auch nicht zurücktreten, weil ja alles okay ist. Das heißt, da macht das Oder einen Sinn. Wenn er das Erste gemacht hat, scheiden die beiden anderen Sachen aus. Frage ist, was gilt mit unserem zweiten Oder, mit diesem Oder hier? Da steht Oder. Wie verhält sich dieses Oder zu 325 BGB? Ja? Ja, wir haben ja eben gesehen, dass die handelsrechtlichen Vorgaben der BGBs vorstehen. Mhm. Damit darf entweder Schadensersatz oder zurückgehen. Genau. Dem Wortlaut nach, das HGB geht dem BGB vor und damit kann er nur entweder Schadensersatz verlangen oder zurücktreten. Jetzt überlegen wir mal nach Sinn und Zweck, warum sollte der Gesetzgeber sowas tun? Warum sollte er hier sagen, hier muss ich entscheiden? Im BGB kannst du beides haben, aber hier im HGB entweder zurücktreten oder Schadensersatz. Ja, man könnte dazu sagen, dass die Pflicht ja relativ gering eigentlich nur ist. Also es ist ja eigentlich nur eine relativ geringe Nebenpflicht, die hier verletzt wird. Ist das so? Stellen wir uns vor, Sie sind Boutique. Sie haben Ihre kleine Boutique hier in Bonn, Hauptbahnhofnähe, sehr günstige Miete, in der Unterführung da. Und Sie haben einen Vertrag mit Karl Lagerfeld abgeschlossen. Und Karl Lagerfeld soll Sie immer beliefern mit schicker Mode, jedes Jahr. Das Problem ist natürlich, was jetzt die Farbe der Saison ist, das weiß man erst nächstes Jahr. Also was nächstes Jahr im Sommer in ist, das wissen Sie jetzt noch nicht. Das weiß auch Karl Lagerfeld nicht. Also hat Ihr Vertrag die Vorgabe, Sie können Karl Lagerfeld sagen, bitte nächstes Jahr die Sachen alle in Pink oder in Grün oder in Gelb oder was auch immer. Das können Sie nächstes Jahr bestimmen. Das ist also ein Bestimmungskauf. Jetzt sitzt Karl Lagerfeld da mit seinen ganzen Näherinnen in China, die sitzen da und wollen alle gerne nähen. Und jetzt sagt er so, was soll ich denn machen? Welchen Stoff nehme ich jetzt? Nehme ich den Pinken, den Gelben, den Grünen oder den Blauen? Und Sie fragen sich, weiß ich auch nicht, was macht jetzt Karl Lagerfeld? Warum hat der ein Interesse daran, dass Sie ihm sagen, welche Farbe Sie gerne hätten? Damit er weiß, was er produzieren muss. Ja, warum will er wissen, was er produzieren muss? Weil er sonst nicht erfüllen könnte. Und ja, wenn er nicht erfüllen kann, dann könnte er ihn schon. Ja. Karl Lagerfeld kann Ihnen erst Ihre Garnitur liefern, Ihre schicke Mode für Ihre Boutique, wenn er weiß, welche Farbe Sie gerne hätten. Wenn Sie ihm die Farbe nicht sagen, kann er nicht liefern. Wenn er nicht liefern kann, kriegt er aber auch kein Geld, weil er kriegt ja nur Geld Zug um Zug gegen Lieferung. Das heißt, das Ganze steht und fällt damit, dass Sie ihm sagen, was Sie gerne hätten. Und solange Sie nicht sagen, steht er da, die armen Fabrikarbeiterinnen müssen hungern, weil die kann er nicht bezahlen, weil er keine Einnahmen hat. Und Sie tragen die Verantwortung für diese Schicksale. So. Und jetzt sagt der Kollege, das sei eine ganz unwichtige Nebenpflicht. Ist das wirklich eine unwichtige Nebenpflicht hier, wenn Sie nicht sagen, was Sie haben wollen? Antwort, nein. Denn die Hauptleistungspflicht des anderen hängt ja da dran. Der kann ja gar nicht leisten, ohne dass Sie ihm sagen, was Sie haben wollen. Also nochmal, warum dieses Oder? Und ich gebe Ihnen die Antwort, bevor wir jetzt 2 Stunden drüber nachdenken. Das ist ein Versehen. Dieses Oder ist ein Versehen, denn vor vielen Jahren war es überall auch im BGB so, dass Sie nur Schadensersatz oder Rücktritt kriegen konnten. Nie beides. Das fand der Gesetzgeber im BGB aber unsinnig und hat das mal geändert. Im HGB hat er es einfach gelassen, weil er schlicht vergessen hat. Das HGB ist älter als BGB und hat da eh nicht so richtig drauf geguckt und gesagt, ja, passt schon. Hat immerhin den 281/323 ergänzt, aber leider das Oder nicht durch ein Und ersetzt. Dass das so sein muss, sehen Sie auch daran, dass er Schaden statt der ganzen Leistung verlangen kann, wo dann ohnehin auf die Rücktrittsfolgen verwiesen wird. Das heißt, er könnte nach 281/5 ohnehin das Ganze verlangen. Das heißt, es würde ihm auch nichts bringen, den Rücktritt zu verwehren. Also das zweite Oder dürfen Sie nicht ernst nehmen, da müssen Sie und/oder lesen. Das heißt, das ist einfach falsch im Gesetz aufgeschrieben.
Ansonsten, was Sie auch noch irritieren dürfte, dass hier steht, ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung im Verzug? Wenn Sie ans BGB denken, sagt 281 nichts von Verzug. 281 setzt keinen Verzug voraus. 281 setzt eine Fristsetzung voraus. Und dasselbe soll auch hier gelten. Wenn da hier was von Verzug steht, ist damit nicht Verzug gemeint, sondern schlicht gemeint vergeblicher Fristablauf. Das sehen Sie auch im zweiten Satz. Im ersteren Falle hat der eine angemessene Frist zur anderweitigen Bestimmung zu setzen. Das heißt, da haben Sie auch wieder die Fristsetzung. Ja, zum Beispiel, haben wir sehr schöne Fälle. Sehr interessant. Ja, liegt, Sie kennen wahrscheinlich auch aus dem BGB noch die Wahlschuld, 262 BGB. Erinnern Sie sich daran? Wahlschuld hat nichts mit Bundestagswahl zu tun, sondern... Da kann der Gläubiger aus mehreren verfügbaren Leistungsgegenständen einen auswählen. Genau. Frage... Was ist der Unterschied zwischen der Wahlschuld und dem, was Sie hier haben? Ja? Hier sind die Gegenstände aus dem Wählerkonto vorgegeben. Ja. Bei einem Bestimmungskauf muss der Gegenstand erstmal bestimmt werden. Ja. Also in der Tat, bei der Wahlschuld haben Sie eine festbestimmte Zahl, nennen wir sie 1, 2, 3, 4, von verschiedenen Gegenständen. Einer von 4 oder 5 wählen Sie dann. Das heißt, Sie haben so eine Art Speisekarte und können sagen, ich möchte gerne die 26 mit Sojasauce. Ja, das können Sie sagen. Das ist eine Wahlschuld. Bei einem Leistungsbestimmungsrecht können Sie die Merkmale frei bestimmen. Sie können sagen, extra scharf, weniger scharf, bisschen süß. Ja, Sie haben also freie Gestaltung. Beim einen aus dem Katalog, bei dem anderen frei definieren bestimmte Merkmale. So, nachdem wir das geklärt haben, jetzt mal einen Test. Der Vertrag sieht vor, dass der Verkäufer dem Käufer liefern muss Autoöle, Getriebeöle, Schmierfette, Graphitspüler. Und alles andere soll der Käufer bestimmen. Ist das eine Wahlschuld oder ist das ein Bestimmungskauf? Also nochmal, Autoöle, Getriebeöle, Schmierfette, Graphitspüler. Wahlschuld oder Bestimmungskauf? Ich würde sagen, Wahlschuld, weil sie ja aussuchen, weil er ja aussuchen darf, was von diesen einzelnen Sachen er haben möchte. Ja, in der Tat, hier geht es um ganz verschiedene Sachen, die miteinander zu tun haben. Er hat also nicht nur einzelne Merkmale hier verändert, an dem Motto, wie dick ist das Öl, wie zähflüssig, welche Farbe hat das, sondern er hat ganz verschiedene Gattungen. Er wählt aus der Gattung Schmierfett und aus der Gattung Getriebeöl. Dann, was ist denn, wenn er sagt, Heizkessel nach Bedarf? Also Sie wissen, Heizkessel für Heizungsanlagen, gibt es große, gibt es kleine, gibt es dicke, gibt es dünne. Heizkessel nach Bedarf. Wahlschuld oder Bestimmungskauf? Da ist alles dieselbe Gattung, es geht immer um die Gattung Heizkessel, aber bestimmte Merkmale verändern sich. Die Größe, das Brennvermögen, die Anschlüsse. Das heißt, es geht um Merkmale der Sache, die bestimmt werden können, aber die Gattung bleibt gleich. Bei der Wahlschuld wählen Sie also zwischen verschiedenen Gattungen und beim Bestimmungskauf haben Sie dieselbe Gattung, modifizieren aber einzelne Parameter. Ich möchte mein Essen heute extra süß, extra salzig, extra scharf. Das ist Bestimmungskauf. Bald schniefen hier nur noch alle, das ist ja furchtbar, ich werde hier doch krank. So, was gilt, wenn die Bestimmung nicht sofort erfolgt, nicht erfolgt? Zunächst mal liegt Gläubigerverzug vor. Gläubigerverzug, Sie erinnern sich noch ans BGB. Gläubigerverzug tritt dann ein, wenn der Gläubiger eine notwendige Mitwirkungshandlung nicht vornimmt. Und Mitwirkung ist hier die Bestimmung, was er eigentlich haben möchte. Wenn er also nicht sagt, was er haben möchte, Pech gehabt.
Außerdem befindet sich der Käufer im Schuldnerverzug, denn wenn man ihm gesagt hätte, sag mal, ist er gemahnt und muss deshalb den Verzugsschaden ersetzen. Außerdem habe ich Ihnen auch schon gesagt, nach Fristsetzung kann er zurücktreten, er kann Schadensersatz der Leistung verlangen und er kann selbst entscheiden. Das heißt, wenn Sie nicht sagen, wie Ihre Mode aussehen soll, dann darf Karl Lagerfeld das bestimmen und er liefert Ihnen dann knallpink und Sie können das nicht ablehnen, weil Sie hätten ja was sagen dürfen. Wer schweigt, muss das nehmen, was er kriegt. Also die Selbstspezifikation würde dann Schadensersatz der Leistung und Notschuld ausschließen. So ist es. Sie können nicht gleichzeitig Schaden statt der Leistung und Selbstspezifikation, weil Sie haben ja dann keinen Schaden. Weil dann haben Sie ja die Leistung, die können Sie erbringen, dann entsteht durch die Nicht-Spezifikation kein Schaden. Gläubigerverzug und Verzugsschaden, das sehen? Die stehen nebeneinander. Der Gläubigerverzug entsteht automatisch, wenn er nicht sagt, hat zur Folge zusätzliche Aufwendungen sind zu ersetzen, haftet der Schuldner nur noch für grobe Fahrlässigkeit und der Schuldnerverzug hat einen Schadensanspruch. Der Gläubigerverzug hat ja keinen Schadensersatz als Folge. Das haben Sie aber immer, wenn der Käufer die Ware nicht abnimmt, haben Sie immer parallel Gläubigerverzug und Schuldnerverzug. Das ist auch im BGB so. Wenn der Käufer die Ware nicht annimmt, obwohl der Verkäufer sie ihm anbietet, befindet sich der Käufer im Schuldnerverzug und im Gläubigerverzug. Endet denn der Gläubigerverzug mit der Selbstspezifikation? Ja. Sowohl der Gläubigerverzug als auch der Schuldnerverzug enden mit der Spezifikation. Das heißt, wenn er sagt, was er haben möchte, hat der Schuldner seine Pflicht erfüllt. Gut, das war dieser beeindruckende 375. Dann machen wir gleich weiter mit 376. 376, eine Wahnsinnsnorm, Sie werden staunen, ist bedungen, dass die Leistung des einen Teils genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll. So kann der andere Teil, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder nicht innerhalb der bestimmten Frist erfolgt, von dem Vertrag zurücktreten oder, falls der Schuldner im Verzug ist, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach Ablauf der Zeit oder Frist dem Gegner anzeigt, dass er auf Erfüllung bestehe. So, an welche Norm aus dem BGB erinnert Sie diese Regelung? Aus dem literarisch wertvollen und verworrenen Formulierungsstil. Man hätte die Norm wahrscheinlich auch halb so lang fassen können und genau das Gleiche sagen können. Ja? 323 Absatz 2 Nummer 2 regelt das absolute Fixgeschäft, was ja hier genau gemeint ist. Das absolute Fixgeschäft? Ist das ein absolutes Fixgeschäft? Ja, wo ist der Unterschied zwischen absolutem und relativem Fixgeschäft? Sie sehen, das kommt alles wieder. Das ist toll. Das ist wie Repetitorium Schuldrecht 1. Alles kommt nochmal. Ja? Fällt der ganze Sinn und Zweck des Vertrages, wenn man nicht rechtzeitig liefert, sondern halt diese Hochzeitsfälle, relativ ein Fixgeschäft macht, der Gläubiger zwar geltend, dass ihm schon wichtig ist, wenn er zum bestimmten Termin liefert und die Leistung bringt, aber es soll nicht der ganze Vertrag direkt daran scheitern. Genau so ist es. Beim absoluten Fixgeschäft liegt Unmöglichkeit wegen Zweckerreichung oder Zweckfortfalls vor. Das bedeutet, wenn Sie ein Hotelzimmer buchen für Ihren Urlaub auf den Malediven und Sie fliegen dahin mit dem Flugzeug und landen und dann sagt der Hotelbetreiber, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Sie können das Hotelzimmer für einen ganzen Monat haben. Die schlechte Nachricht ist, erst in 2 Monaten. Also wie Sie da bis dahin überleben, ist Ihr Problem, aber dann habe ich ein Zimmer frei. Dann haben Sie ein absolutes Fixgeschäft, weil Sie brauchen das Hotelzimmer während Ihres Aufenthalts am Urlaubsort, nicht irgendwann. Das heißt, das kann man nicht nachholen. Generell Dauerschuldverhältnisse nicht nachholbar. Wenn Sie sich speziell für Ihre Hausarbeit ein Buch ausleihen, und das Buch kommt, nachdem Sie die Hausarbeit abgegeben haben, nützt Ihnen das nichts mehr. Absolutes Fixgeschäft. Relative Fixgeschäfte sind solche, wo der eigentliche Sinn der Leistung zwar entfallen ist, es Ihnen aber trotzdem was nützt. Sie bestellen zum Beispiel als Restaurantbetreiber extra viel Bier für Ihre Silvesterparty, dann kommt das Bier erst am 1. Januar und trotzdem werden Sie das Bier ja los, weil irgendjemand bei Ihnen ja wohl hoffentlich trinken gehen wird. Denn sonst sind Sie ein schlechter Wirt.
Das ist ein relatives Fixgeschäft. Und in der Tat, der Kollege hat völlig zu Recht gesagt, das ist im BGB im allgemeinen Schuldrecht geregelt in 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Auch da wieder, je nachdem, wie aktuell Ihr Gesetz ist, gibt es da verschiedene Formulierungen von den Paragraphen. Wo liegt der wesentliche Unterschied zwischen 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB und dieser Regelung? Gibt es einen? Ja? Ja. Ja, in der Tat, der Kollege verweist hier auf 323 Absatz 1 Satz 2, wo drin steht, Erfüllung kann er nur verlangen, wenn er sofort nach Ablauf der Zeit oder der Frist dem Gegner anzeigt, dass er auf Erfüllung bestehe. Das ist in der Tat ein Unterschied. Nach 323 Absatz 2 Nummer 2 muss ich trotzdem erstmal den Rücktritt erklären. Erkläre ich den Rücktritt nicht, habe ich weiterhin meinen Erfüllungsanspruch und die Sache ist erledigt. Gibt es vielleicht auch im Satz 1 einen Unterschied von den Tatbestandsvoraussetzungen? Ja? Vielleicht, dass hier bei 376 können die beiden Parteien selbst festlegen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt das geliefert werden soll. Und bei 323 BGB, da wird abstrakt geguckt, ob das auf die Leisten keinen Sinn mehr macht. Das hat nichts mit den Parteivereinbarungen. Ist das so? Lesen Sie mal den 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB. Was ist dafür nur erforderlich? Was setzt der nur voraus? Je nachdem, welche Auflage Sie haben, setzt er was Verschiedenes voraus. Ja? Ja, die muss wesentlich gewesen sein für den Gläubiger. Gut. Das muss er auch angezeigt haben. Ja, jetzt nähern wir uns an den Punkt. Was muss er bei 376 gemacht haben? Ja? Ist das so? Ist das so? Lesen Sie das in dieser Norm? Ich markiere Ihnen ein Wort, vielleicht. Dieses Wort soll sagen, er muss die Bedeutung des Termins deutlich machen. Wenn da steht genau, heißt das pünktlich, fix. Das heißt auch Fixgeschäft, weil fix an dem Zeitpunkt. Danach ist es für mich nicht mehr so toll. Das ist nicht der Unterschied. Die Relevanz muss für beide Normen gegeben sein. Wo ist der Unterschied? Das ist so ein bisschen wie Suchbild. Suche den Unterschied. Linkes Bild, rechtes Bild. Also das Genaue sagt in der Tat die Wesentlichkeit. Das genau. Ja? Ja? Was heißt das? Was meinen Sie da genau? Also ja, 376 schreibt, es ist gelungen, während des 323. Ja, in der Tat, in 376 steht dieses Wort bedungen. Was heißt denn bedungen? Wie würden Sie das Wort bedungen nach Hochdeutsch übersetzen? Etwas ist bedungen zwischen den Parteien. Ja, in der Tat, bedungen bedeutet vereinbart. Setzt 323 Absatz 2 Nummer 2 eine Vereinbarung voraus über die Bedeutung des Termins. Was denn, wenn der Verkäufer sagt, nö, finde ich nicht gut, bin ich gegen? Liegen dann die Voraussetzungen des 323 Absatz 2 Nummer 2 vor oder nicht?
Der Käufer sagt, es ist mir ganz wichtig, dass die Ware dann und dann da ist. Der Verkäufer sagt, ja, könnte knapp werden, also ich garantiere für nichts. Ja, das ist ja eine einseitige Mitteilung des Schuldners an den Gläubiger, an den Schuldner. Ja. In der Tat, 323 sagt, alleine die Mitteilung genügt. Sobald der Schuldner weiß, dass es auf den Termin ankommt, kann er nicht mehr hinterher sagen, das ist mir egal. Hier muss eine Vereinbarung mit dem Fixtermin erfolgt sein. Frage, wie verhält sich das zum BGB? Auch da war das BGB ursprünglich anders formuliert. Also wenn Sie sich ein altes BGB angucken, werden Sie feststellen, BGB von vor 2 Jahren, das wird ähnlich sein wie hier. Dummerweise hat das BGB sich geändert, das HGB wieder mal nicht. Wie verhält sich diese HGB-Norm zum BGB? Ja? Die könnte spezieller sein. Aber was habe ich Ihnen eben gesagt zum Thema Handelskauf? Wann liegt ein Handelskauf vor? Ja? Genau. Das heißt also, wenn Sie als Verbraucher etwas kaufen bei einem Unternehmer, der Kaufmann ist, findet das HGB Anwendung. Soweit noch klar? Sie kaufen also als Verbraucher was bei Aldi. Sie gehen zu Aldi oder nach Aldi, je nachdem, wie Sie sagen wollen, und kaufen dort eine Knoblauchsalami. Toll. Und Frage 376 HGB, ja oder nein? Und die Antwort lautet, nach der These der Kollegin würde 376 hier 323 Absatz 2 Nummer 2 BGB verdrängen. Denn das ist ja hier spezieller, wir haben einen Handelskauf und 323 gilt für alle Kaufverträge. Also Handelskauf verdrängt allgemeines BGB. Damit würde 323 für die Mehrzahl der Fälle einfach leer laufen, weil wir hätten ja immer die HGB-Regelung. Nur zu Lasten des Handelskaufmanns, nur nicht zu Lasten des Verbrauchers. Warum? Wir haben gerade gesehen, 345 HGB sagt genau das Gegenteil. Es gilt auch zu Lasten des anderen Teils. Auch der Nichtkaufmann muss nach HGB-Regeln behandeln lassen, weil damit das Handelsrecht gut funktioniert. Ist ja kein beiderseitiger Handelskauf. Es reicht ja der einseitige. Ja, um das Ganze deutlich zu machen, das BGB ist geändert worden wegen der Verbraucherrechte-Richtlinie. Das heißt, das BGB-Recht ist zwingend, wenn ein Verbraucher beteiligt ist. Da kann man also nicht von abweichen. Und damit ist das HGB nachrangig. Wenn also im HGB steht, bedungen, reicht auch die einseitige Bekanntmachung, soweit der Verkäufer den Vertrag trotzdem abgeschlossen hat, sich damit einverstanden erklärt hat. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Käufer ausdrücklich darauf verzichtet und sagt, dann doch nicht, dann nehme ich es halt ohne Fristbegrenzung. Dann haben wir aber auch nach BGB sozusagen keine Anzeige. So, der zweite Unterschied ist auch hier, sehen Sie jetzt zwei Sachen, die sehr komisch sind. Das eine ist, dass hier steht, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Und das zweite ist natürlich wieder unser beliebtes Oder, ja, Sie sehen also, das Oder ist das gleiche wie bei 375, das Oder müssen Sie lesen als Und-Oder. Und wenn hier steht, statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung, dann heißt das Schadensersatz statt der Leistung. Das heißt, es ist nicht irgendwas anderes gemeint als im BGB, es ist ganz normal 280.1, 281 gemeint. Das heißt, das kennen Sie alles schon. Die eigentliche Besonderheit ist Absatz 2, der sagt, bei Schadensersatz statt der Leistung kann der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem Marktpreis verlangt werden. Die Idee dahinter ist, man soll nicht so viel Mühe beim Beweis haben, kann einfach sagen, normalerweise hätte ich für so und so viel Euro kaufen können und dann kann ich den Unterschied verlangen zwischen dem Sonderpreis und dem Preis, den ich tatsächlich bezahlen musste. Also der Käufer sagt, weil ich die Ware bei dir nicht bekommen habe, musste ich sie mir woanders beschaffen
und ich verlange pauschal den Marktpreis. Ich möchte keinen Beweis führen, sondern ich mache es direkt pauschal. Allerdings sagt das Gesetz dann weiter, das Ergebnis eines anderweit vorgenommenen Verkaufs oder Kaufs kann, falls die Ware einen Börs- oder Marktpreis hat, dem Ersatzanspruch nur zugrunde gelegt werden, wenn der Verkauf oder Kauf sofort nach Ablauf der Leistungszeit bewirkt ist. Das heißt, wenn Sie sich erstmal Zeit lassen und zwei Monate später kaufen, dann haben Sie damit selber widerlegt, dass es Ihnen auf den Termin ankam und dann können Sie auch nicht den Ersatz für diesen zweiten Kauf verlangen. Sie müssen also sofort kaufen, sonst kriegen Sie die Differenz nicht. Ja, wichtig, es muss eindeutig erkennbar sein, dass der Vertrag von der Frist abhängig ist. Deshalb genau, das geschieht insbesondere durch das Wort fix. Nicht genügt ist, wenn Sie sagen, ich möchte die Ware so schnell wie möglich, ich möchte die Ware sofort, ich möchte die Ware prompt, weil das heißt einfach nur, dass es schnell sein soll. Schnelligkeit alleine ist kein Kriterium. Während wenn Sie so coole Ausdrücke verwenden wie just in time, dann heißt das so viel wie Fixgeschäft. Also Englisch geht auch. Das muss nicht ausdrücklich passieren. Erkennbarkeit ist auch gegeben bei den Umständen. Wenn Sie zum Beispiel Weihnachtsbäume bestellen, müssen Sie nicht deutlich machen, dass Sie die idealerweise im Dezember haben wollen und nicht erst im Januar. Ja? Oder Osterhasen wollen Sie wahrscheinlich auch nicht im Mai, sondern irgendwann so März, April. Sie sehen also, es gibt da Saisonware, da müssen Sie nicht drüber sprechen, dass es einen Zeitpunkt gibt, sondern das kann man deutlich machen. Ja. Gucken wir uns noch zwei kurze Fälle dazu an. Fall 1. Gastwirt K. bestellt für eine Hochzeit am 3.12.2015 20 Fässer Bier, die spätestens am 1.12.2015 um 17 Uhr geliefert werden sollen. V. sagt pünktliche Lieferung zu, schafft es aber erst, die Ware am 2.12. zu liefern. K. deckt sich in letzter Sekunde anderweitig ein, zahlt hierfür aber mangels Rabatt exakt den Marktpreis, der insgesamt 100 Euro höher liegt. Kann K. diese 100 Euro von V. ersetzt verlangen? Und was sagen Sie dazu? Nach diesem überraschenden Fall, es geht schon wieder jemand. Das ist hier so eine Art Abstimmung. Sehen Sie das? Das ist Real-Time-Voting. Wer geht, hat genug. Hat sowas von The Voice of Germany oder sowas. So. Ja, was sagen Sie dazu? Dieser Fall ist nicht hammerhart, sondern dieser Fall ist eigentlich ziemlich einfach. Was könnte denn die Anspruchsgrundlage für die 100 Euro sein? Ja. Ja. Okay, 281/286 BGB. Das setzt voraus ein Schuldverhältnis, haben wir, nennt sich Kaufvertrag, passt. Setzt weiterhin voraus eine Pflichtverletzung. Pflichtverletzung ist hier die nicht rechtzeitige Lieferung. Würde ich auch sagen, Pflicht verletzt zur pünktlichen Lieferung, ja. Dann Frage, brauchen wir weitere Voraussetzungen nach 280 Absatz 2 oder Absatz 3? Voraussetzungen nach 280(2) brauchen wir dann, wenn es Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung ist. Voraussetzungen nach Absatz 3 brauchen wir, wenn es Schadensersatz statt der Leistung ist. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Verzögerung und statt der Leistung? Das eine heißt nicht umsonst statt der Leistung. Wenn das, der Unterschied ist ja, wenn jetzt noch geleistet würde, dass auch dann der Schaden entfiele. Das würde er ja hier nicht, weil er schon bezahlt hat.
Ja. In der Tat, die Problematik hier besteht darin, was würde passieren, wenn jetzt hier, er kann am 2. Dezember liefern, wenn er jetzt am 2. Dezember liefert und die Antwort lautet, da hat er trotzdem das Geld ausgegeben. Aber, ja. Das wäre immer noch rechtzeitig zur Hochzeit. Wie der Kollege so recht feststellt, die Hochzeit ist jetzt am 3., selbst wenn er am 2. liefert, wäre das immer noch rechtzeitig. Das heißt, dann hätte er das Bier und die Sache wäre gut gelaufen. Und jetzt? Ist das statt der Leistung oder ist das neben der Leistung? Worauf kommt es da an? Bis wann darf er denn leisten? Bis zu welchem Zeitpunkt darf der Verkäufer liefern? Eben nur bis zum ersten. Und warum ist das wichtig, bis zu welchem Zeitpunkt er liefern darf? Auf welchen Zeitpunkt müssen wir also abstellen bei der hypothetischen Lieferung? Auf den ersten, weil wir eben ganz klar sagen, dass eben bis zum ersten möglich ist. Und im Nachhinein ist da gar kein Vertrauen mehr, da ist er überhaupt noch nicht. So ist es. Also, hier ist es Schadensersatz statt der Leistung. Denn wir müssen überlegen, was ersetzt denn hier dieser Kauf? Und die Antwort lautet, dieser Kauf ersetzt die rechtzeitige Lieferung. Wenn geliefert worden wäre am 1., hätte er diesen Kauf nicht getätigt. Also wird genau das ersetzt, was er bekommen sollte, nämlich die rechtzeitige Lieferung. Er wird jetzt genauso gestellt, als hätte der V von vornherein richtig geliefert. Also handelt es sich beim Ersatzkauf hier um Schadensersatz statt der Leistung. Frage, welche weiteren Voraussetzungen haben wir denn für Schadensersatz statt der Leistung? Und dann gucken wir in 281, was brauchen wir grundsätzlich? Ja? Wir brauchen nach 281 Absatz 1, Satz 1 BGB grundsätzlich eine Fristsetzung. Frage, haben wir hier einen Fall der Unmöglichkeit, wonach 283 keine Frist erforderlich ist? Liegt hier eine Unmöglichkeit vor? Nein, weil wir das Bier, wenn er jetzt liefern würde, ja doch noch brauchen. Ja, es ist kein absolutes Fixgeschäft, es ist keine Unmöglichkeit, ganz unproblematisch, hier kein Ausschluss, das heißt grundsätzlich Fristsetzung. Und jetzt brauchen wir eigentlich eine Fristsetzung. Wie kommen wir darum herum? Sie könnte ja entbehrlich sein. Die könnte entbehrlich sein nach Absatz 2. Ja, haben wir hier eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung? Nein. Aber was können wir haben? Die besonderen Umstände. Die besonderen Umstände. Frage, müssen wir uns da überhaupt so viele komplizierte Gedanken machen? Sagen wir besondere Umstände. Könnten vorliegen hier in der Vereinbarung des Fixgeschäfts. Ja, kann man so sehen, denn es ist ja ungewöhnlich, dass es eben so dringend darauf ankommt. Es ist auch klar, das Vertrauen ist gerechtfertigt, damit er rechtzeitig sich decken kann, hat er hier auch getan. Also, ja, besondere Umstände, dann vertreten müssen. Im Sachverhalt steht nicht, dass er nichts dafür kann, also vertreten müssen. Plus, dann Schaden, ja, klar denken wir uns die Lieferung hinzu, hätte er kein Ersatzbier gekauft, hätte er 100 Euro mehr in der Kasse, also hat er jetzt 100 Euro weniger, da ist ein Schaden, die 100 Euro kriegt er zurück. Einfach, denken Sie. Warum mache ich diesen Fall, wenn wir den so schön nach BGB gelöst haben? Ja, weil man ihn auch und schneller nach HGB lösen kann. Weil man ihn auch und schneller nach HGB lösen kann. Wie löst man ihn denn nach HGB? Was ist denn da die Anspruchsgrundlage? Ja? 376 Absatz 1, Satz 1. Und was prüfen wir da? Was brauchen wir für diese Norm? Was ist die erste Voraussetzung? Was würden Sie sagen, prüfen wir als allererstes mal? Brauchen wir ein Schuldverhältnis?
Steht da was von Schuldverhältnis in dem Paragraphen? Was brauchen wir? Was für ein konkretes Schuldverhältnis brauchen wir für diese Norm? Einen Handelskauf. Wir brauchen also einen Handelskauf. Haben wir einen Handelskauf? Ja. Handelskauf, check. Was brauchen wir als zweite Voraussetzung? Steht am Gesetz? Das gucken Sie alle so fasziniert. Eine festbestimmte Zeit oder innerhalb eines festbestimmten Frist? Ja, wir brauchen einen festbestimmten Zeitpunkt, der muss sich in Parteien bedungen sein. Haben wir einen zwischen Parteien bedungenen festen Zeitpunkt? Ja, nämlich den 1. Dezember. Was brauchen wir noch für diese Norm, wenn wir Schadensersatz haben wollen? Ja? Den Verzug des Schuldners. Der Schuldner muss also im Verzug sein. Wann ist denn der Schuldner im Verzug? Ja, ist ja nicht schwierig hier. Ja, wenn eine Terminbestimmung, deswegen brauchen wir keine Warnung, dann brauchen wir eigentlich nur einen Verschulden. Ja, der Schuldner befindet sich dann im Verzug, wenn er seine Nichtleistung zum vereinbarten Zeitpunkt zu vertreten hat. Denn nach 286 Absatz 2 Nummer 1 ist bei einem bestimmten Termin gerade keine Mahnung erforderlich. Der Verzug tritt also ein, sobald der Termin abgelaufen ist. Das heißt, Verzug haben wir auch und dann ist die Rechtsfolge Schadensersatz wegen Nichterfüllung. Und zur Vereinfachung des Falles greift Absatz 2 und hat die Ware einen Börsen- oder Marktpreis, so kann der Unterschied des Kaufpreises und des Börsenpreises zur Zeit oder am Ort der geschuldeten Leistung gefördert werden. Das heißt, er kann sagen, der Marktpreis ist 100 Euro höher, also will ich abstrakt diese 100 Euro. Er kann aber auch genauso gut sagen, die habe ich auch ausgegeben, wenn er das beweisen kann mit einer Quittung, dann kann er es damit machen. Sie sehen, es gibt zwei Normen, Sie müssen in der Klausur beide Anspruchsgrundlagen prüfen. Also die BGB-Anspruchsgrundlage und die HGB-Anspruchsgrundlage. Die schließen sich nicht aus, die stehen einfach nebeneinander. Jetzt wird hier schon gefiepst, weil nämlich jetzt Schluss ist. Und das ist unser letzter Fall. Der Unterschied zum vorherigen Fall, sehen Sie das? Fall 1, Fall 2, Fall 1, Fall 2. Den habe ich für Sie rot markiert, rot und kursiv. Sehen Sie das? Ja. Und zwar, der V liefert erst am 2. Dezember und der K nimmt das Bier vorbehaltlos an. Als V eine Woche später Zahlung verlangt, lehnt K dies ab und bietet Abholung des auch unberührt vorhandenen Bieres an. Jetzt denken Sie, hä? Ja. Und jetzt kurz die Lösung dieses Falls, dann haben wir es hinter uns. Sehen Sie, die haben schon Schluss. Während wir hier noch warten, dass Sie eine Antwort geben. Und gleich heißt es wieder, war es langweilig, ich habe so lange gewartet. Also, jetzt Ihre Chance, hier interaktiv die Veranstaltung lebendig mitzugestalten. Sie können jetzt hier aktiv oder interaktiv quasi was tun. Was sagen Sie zu diesem Fall? Ich will auch nach Hause. Wir hatten ja eben in Absatz 3 gesagt, dass der Gläubiger sofort den Ersatzkauf betätigen müsste und hier hat er nicht sofort. Es geht darum, dass der Verkäufer, sehen Sie das? Die Fallfrage hat sich auch geändert. Der Verkäufer will vom Käufer Zahlung des Bieres, was der Verkäufer geliefert hat. Und der Käufer sagt, brauchst du gar nicht, kriegst du jetzt zurück dein Bier. Ich will das gar nicht haben.
Ich habe das nur damals angenommen, weil das eh schon vor der Tür stand. Ja, das kann er nicht. Also, ich wüsste nicht, aus welchem Grundlage er das könnte. Es liegt irgendwie nicht nach Rücktritt, aber er hat keine Rücktritt. Ja, gucken wir mal. 376.1.2. Erfüllung kann er nur beanspruchen, wenn er sofort nach Ablauf der Zeit oder fristig wegen der Anzeige auf Erfüllung besteht. Der Erfüllungsanspruch könnte also untergegangen sein oder ist untergegangen. Sehen Sie das Problem? Anders ausgedrückt, was sagt uns denn dieser Satz 2? Wenn der Käufer die Ware annimmt, was ist dann mit diesem Satz 2? Dadurch verlangt er doch konkludent, dass er weiterhin Erfüllung möchte. Verlangt er das? Ja, würde ich sagen. Außerdem, wenn er das annimmt als Erfüllung des Vertrags, dann haben Sie ein weiteres Problem. Sofort nach Ablauf der Zeit, wann kam das Bier? Am 2. Wann endet die Frist? Am 1. Also mit dem Sofort haben Sie auch ein Problem. Also der Trick geht nicht. Und was jetzt? Ein Zauberfall, ja? Ist das so? Ja? Ja, das ist aber eine gute Überlegung. Veniere Konterfahrt im Proben, er nimmt es an und dann will er es doch nicht haben. Was ist das denn für ein Clown? Also, um es mal ganz pragmatisch zu sagen. In dem Moment, wo der erste verstrichen ist, hat er keinen Anspruch mehr. Wenn er trotzdem die Ware annimmt, schließt er damit konkludent einen Änderungsvertrag. Er sagt also, ich verzichte auf die rechtzeitige Leistung und nehme jede andere Leistung in Kauf. Damit ist aber ein neuer Kaufvertrag ohne den Fixgeschäft zustande gekommen und er kann nicht mehr nach 323 oder 376 zurücktreten, denn im konkreten Fall hat er selber darauf verzichtet, durch diese Vertragsänderung. Also, aufgrund des Verzichts hat er Pech gehabt und kriegt kein Geld mehr. Muss bezahlen an den Verkäufer, denn er hat die Ware angenommen und damit den geänderten Vertrag angenommen, muss damit jetzt zahlen. So ist es richtig. So, vielen Dank und wir sehen uns dann nächste Woche zum vorletzten.